Ich bin Neoblade. Das ist Tribute to Bonshwa. Und zwar sind das kleinschrittig erklärt Trainingsszenarien für die Bonshwa Academy. Ihr müsst euch die Bonshwa Academy anschauen. Die ist verfügbar bei Twitch. Ich gehe stark davon aus, dass die bei YouTube auch irgendwann verfügbar sein wird. Ich coache StarCraft schon sehr lange. Ich coache auch Masterleute, Master 1 Protoss im Moment zum Beispiel, aber ich habe auch viel in der Bronzeliga, Silberliga und Goldliga gecoacht. Bin selber random Platin Platz 2 und mit Protoss Diamant Platz 3 oder Liga 3. Ist ja Platz, ist ne, falsch, ist die Division oder wie auch immer. Und euer erstes Training sollte sein Custom. Ihr sucht euch irgendeine Karte aus, könnt die Ladder Maps nehmen. Ich nehme mal jetzt einfach eine Ladder Map, die da ist. Also sollte Ranglistenkarten sein. Ihr könnt eure Lieblingskarte nehmen, die ihr aus dem 2v2, 3-on-3 oder was auch immer. Ich nehme mal diese Karte. Und ihr könnt das mit Mod erstellen. Wir machen ganz, ganz einfach. Ihr create Lobby. Das ist das Video für die Terraner, also spielen wir Terraner. Ihr sollt ja das Ganze auch gegen AI üben, allerdings habt ihr dafür eine Build Order und das hier beginnt mit den absoluten Basics, die auch erklärt worden sind, die absolute Voraussetzung sind. Ihr könnt die AI hinzufügen, wenn euch das zu viele Schwierigkeiten macht, kann man auch einfach auf Start Game gehen ohne AI. Dann gewinnt man natürlich sofort das Spiel, weil der Gegner nicht mehr in der Karte ist, verständlicherweise. Und man kann hier auf Return to Game gehen. Und dann übt ihr einfach Folgendes. Also, es geht jetzt nur um die Bewegung. Etwas, was ich noch gemacht habe, ich bin nicht ganz sicher, ob es auch erklärt worden ist, was ich am Anfang auch voraussetze, ist der Backspace-Hotkey. Camera, Base-Camera. Also ihr solltet euch das Spiel auf Englisch stellen. Auch das hat Honor gesagt. Das halte ich für ganz, ganz, ganz wesentlich. Backspace-Hotkey, den habe ich mir auch auf eine Maustaste gelegt. Steht hier nicht, liegt daran, dass ich eine spezielle Maus habe. Und das ist aber letztendlich eure Sache. Könnt ihr euch auch auf die Leertaste legen oder wo auch immer hin. Völlig irrelevant. Und wir bauen. Ich hoffe, dass das Spiel auch schneller ist. Ja, wir bauen jetzt ein Depot. Und mit diesem SCV bauen wir konstant Depot. Das heißt also, ich hoffe, die Shift-Q wurde euch erklärt. Ansonsten kann man halt Shift-Befehle machen. Brechen wir wieder ab mit Rechtsklick. Und machen das. Und wir bauen die ganze Zeit SCVs. Ich würde am Anfang empfehlen. Also ihr könnt auch 5 nehmen, das ist in Bronzeliga, Silberliga egal, aber es sollten nicht mehr in der Goldliga, Platinliga 5 sein. Am besten sind 3 als Anfänger. Und was wir auch tun, wir üben das Bewegen. Das ist der normale Move-Befehl, wir können auch den Attack-Move machen. Dann ist das Kreuz auf dem Boden rot. So, jetzt habe ich schon vergessen, SCVs zu bauen. Und wenn ihr das hinbekommt, also dieses Training kontrollieren, man kann hier unten sehen, dass der SCV etwas baut, da ist das hier unten weiß. Wenn ihr das hinbekommt, diesen SCV tun wir uns auf die 1 oder auf die 0, das ist völlig egal, meine Scouting Units sind auf der 0, was auch auf die Circumflex-Taste gebunden ist. Und wir gucken. Machen einen Doppelklick und bauen das nächste Depot. Fahren einmal um diesen Watchtower drumherum mit der Shift-Q. Können wir auch einmal einen A-Move zwischen machen. Also immer hin und her, wieder was bauen. Nächstes Depot. Und wenn euch das zu schwer ist,
Wenn euch das zu leicht ist, dass ihr halt immer wieder den A-Move mit einer Unit auch übt, aber auch den normalen Move-Command. Wenn euch das zu leicht ist, dann baut ihr eine Kaserne. So, wir rallyen mal das hier runter. Weil wir haben jetzt hier. Ich würde immer 18 empfehlen am Anfang. Ich glaube, Honor empfiehlt 16. Ich finde das deswegen mit 18 etwas leichter, weil der 17. gibt, glaube ich, 99% noch Income, der 18. 96%. Und dann dürfen die halt hier auch mal sich ein bisschen bewegen und man muss den Worker Stack nicht so genau beachten. Aber wenn ihr nicht wisst, was Worker Stack ist, überhaupt kein Problem. Und wir legen uns die Barracks auch auf eine Zahl, auf eine Kontrollgruppe heißt das. Und wir bauen die ganze Zeit Depots, SCVs und Marines, wenn die Kaserne fertig ist. Und währenddessen springen wir auch mal hier hin. Jetzt habe ich keinen A-Move gemacht, sondern war faul, habe nur einen Move-Command gemacht. Jetzt machen wir wieder A-Move. Zwei Marines in die Queue. Unser Geld ist uns erstmal egal, war es bei Honor auch. In den Anfängen. Jetzt habe ich einen zu viel da reingemacht und ich habe nicht kontrolliert, ob ich ein Depot baue. Bauen wir wieder ein Depot. Also der Basenaufbau ist natürlich ganz grässlich. Man sollte nicht seine Kaserne blockieren damit. Man sieht hier unten, alles klar, ich habe einen Idle Worker. Da kann man den natürlich suchen, wenn der hier steht, so wie ich es gerade gemacht habe. Das ist aber etwas ineffizient. Sondern man kann einfach, standardmäßig ist das Steuerung F1. Ich habe mir das umgelegt auf Steuerung Zirkumflex und dann kann man diesen Arbeiter finden und anspringen. Das heißt also, ich demonstriere das einfach mal. Das ist aber, wie gesagt, optional. Das müsst ihr noch nicht unbedingt lernen. Ich springe wieder hier zu meinem SCV und fahre hier wieder mal hin und her. Also ihr solltet euch schon eine Karte mit einem Watchtower nehmen, dass ihr drumherum laufen könnt oder sonst was, dass ihr weg von eurer Basis geht. Und wir springen wieder unseren SCV an. Bauen ein Depot. Bauen wieder ein SCV. Und jetzt ist wieder hier ein Edel SCV. Den kann ich so selektieren und springe sofort hin mit Steuerung F1. Und dann schicke ich den arbeiten. Und wir brauchen wieder ein Depot. Und wenn dieser Übung für euch, also so, dass ihr im Replay kontrolliert, das Replay auf jeden Fall angucken, auch Honor hat gesagt, dass wir von Anfang an mit Replays arbeiten, wenn ihr darin seht, dass ihr konstant SCVs, konstant Depots und konstant Marines baut, konstant bedeutet also wirklich, eine Pause von einer Sekunde, von 2 Sekunden bei dieser Übung ist ein Fehler. Jede Sekunde, die ihr nichts baut, ist ein riesiger Fehler. Und auch jede Sekunde, wo kein SCV gebaut wird, kein Depot gebaut wird und kein Marine gebaut wird, ist ebenfalls ein Fehler. Das heißt also, diese Fehler müsst ihr vermeiden. Wenn ihr glaubt, das zu können, für absolute Anfänger empfehle ich dieses Training jeden Tag 5 Minuten, 7 Minuten zu machen und dann Zeug, das Spaß macht, wie Teamgames oder was auch immer, dann geht ihr in Custom, dann geht ihr in die Arcade und dann sucht ihr nach NeoMT. Das steht für Neo, also für NeoBlade, für mich, Multitasking Trainer. Und da empfehle ich entweder Frost oder wo ist es, wo ist es, wo ist es? Der auf Seras, der hier. Fangen wir mit Frost an. Der ist etwas ausgereifter und etwas filigraner einzustellen. Und der ist deswegen so schwer, weil ihr, wenn ihr an diesen Scouting-SCV, in dem Fall ist das hier eine Probe, nicht denkt, dann werdet ihr dafür bestraft. Ihr stellt den auf Very Easy beide hier, damit nicht viel passiert. Beides auf Economic Focus, das ist sehr, sehr wichtig. Die Max Energy stellt er auf 160, die Max Minerals auf 1800, die Proberto Lives auf 16. Am Anfang, das könnt ihr hier rechts ganz easy peasy einstellen. Und das könnt ihr natürlich auch reduzieren. Wenn ihr glaubt also, wenn ihr irgendwann richtig spielen wollt, dann solltet ihr das auf 1200 oder vielleicht sogar auf 800 stellen.
Aber dann dürft ihr 7, 8 Minuten oder sowas nicht über dieses Geld kommen. Also das hier ruhig auf die höchsten Werte stellen und dann auf Start Game. So. So, hier habt ihr quasi euren Scouting-SCV. Wie gesagt, dass das eine Probe ist, ist irrelevant. Die ist von den Mechaniken her ähnlich. Und die könnt ihr nicht unendlich durchshiften. Und die kann auch keinen A-Move machen. A-Move machen wir aber mit unseren Marines. So. Das ist wieder unser SCV. Ich baue jetzt aus Spaß an der Freude. Also ihr macht das so wie eben. Mit einem CC und einer Kaserne. Aber ich werde jetzt aus Spaß an der Freude einfach mal zwei Barracks bauen. Da werdet ihr feststellen, dass das schon relativ anstrengend für euch ist. Und wir bauen immer drei SCVs. Und wir bauen unser nächstes Depot. Depot bauen, ganz wichtig. Und jetzt werden da oben unsere Probes angegriffen. Ich lasse sie jetzt auch einfach mal sterben. Man könnte hier jetzt einfach auch Rechtsklick da drauf machen, dann würde sie sich wieder befreien. Das ist der sogenannte Mineral Walk. Auch das ist am Anfang noch nicht wichtig, dass ihr das könnt, weil wir haben ja insgesamt 16 Stück von den Dingern. Und wenn man hier durch diese Engstellen geht, dann kriegt die auch Hitpoints wieder dazu. Ist aber alles nicht wichtig. Eigentlich sollte die nicht getötet werden, wenn man das alles richtig macht. So, hier sind meine Marines. Und wir bauen konstant Zeug. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht mit den Hotkeys. Und wir bauen konstant Depots. So. Damit wir uns da nicht die Basis vollbauen, so wie eben, baue ich die jetzt einfach woanders. Das ist in einem richtigen Spiel auch nicht gut. Aber ihr seht schon, ich kann, während ich hier meine Probe steuere, ganz problemlos die SCVs bauen und die Marines bauen. Und wenn ich in meine Basis zurück muss, gehe ich mit der Backspace-Taste dahin. Und alles ist gut. So, jetzt machen wir das hier hin. Die weißen Punkte hat Honor auch erklärt. Man braucht nicht in seiner Basis sein, um zu produzieren. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und ich kriege trotzdem sehr viel Geld. So, jetzt gehen wir wieder zu meinem Build-SCV. So. Ich empfehle dann irgendwann, wenn ihr dieses Training gut könnt, also wenn ihr das 20, 30, 40 Mal gemacht habt, dann empfehle ich euch, eine Kameraposition dahin zu legen, wo eure Marines sich sammeln. Kamerapositionen sind sehr wichtig. So, wir bauen hier mal weiter Depots. Warum ist so ein Multitasking-Trainer in meinen Augen sehr wichtig für das Training? Damit ihr von dem Multitasking, was für StarCraft 2 unerlässlich ist, in ganz ruhigen Bedingungen Ahnung bekommt. Wenn man das Multitasking nur in der Ladder übt, dann geht die Produktion meistens komplett flöten in den unteren Ligen. Dann baut man fast gar nichts mehr, konzentriert sich nur auf den Kampf. Und um da Ruhe zu bekommen oder bei Drops, um in diesen Fällen Ruhe zu bekommen, ist es wichtig, das so zu üben. So, jetzt springe ich die Kameraposition an, markiere alle meine Marines. Kann man auch mit Doppelklick machen. Das ist am Anfang egal. Irgendwann wird es allerdings wichtig, dass ihr auch Doppelklick lernt und dass ihr nicht alles boxt. Also ich habe auch schon Spieler gesehen, die markieren ihr OC so. Das geht, aber das ist natürlich scheiße. Also man klickt bitte auch auf Dinge. Ganz wichtige Lektion von Day 9. Click on things. Und wir bauen wieder Marines und SCVs. So, jetzt sehe ich langsam, okay. Ich kriege zu viel Geld. Ich habe nämlich langsam mehr als 1000 Mineralien. Dann sterbt ihr entweder, oder, wenn euch das zu leicht ist,
Ihr könnt auch einfach problemlos weitere Barracks bauen. Da gibt es natürlich eine perfekte Anzahl. Den Kampf beachten wir nicht. Da gibt es natürlich eine perfekte Anzahl. Aber auch die brauchen wir in der Bronzeliga noch nicht zu beachten. Wenn ihr zu viel Geld habt, baut ihr weitere Barracks oder weitere Basen. Immer ein Depot bauen und wieder hierhin zurückspringen. Kontrollieren. Und ihr werdet feststellen, dieses Training ist schon sehr anstrengend. So, jetzt haben wir hier unsere Barracks. Wir springen unseren Waypoint an, klicken dahin, also die Kameraposition angesprungen und gehen wieder zurück zu unserer Probe. Und da habe ich schon ein paar SCVs vergessen in der Queue. Dann springen wir wieder unsere Position an. Jetzt habe ich Doppelklick gemacht und wir schicken alles zum Gegner. Der ist links oben. Alles über die Minimap. A-Move über die Minimap, A-Move üben. Ihr könnt auch gerne natürlich einfach zuerst mal hier den A-Move zum Watchtower. So, wir haben immer noch nicht genug Barracks. Weil eigentlich sollte man die Taste gedrückt halten. Also bauen wir weitere Barracks. Machen wir mal hier unten. Immer wieder alle SCVs zurück. Jetzt sehen wir auf der Minimap. Minimap beobachten auch schwierig am Anfang. Sehen wir auf der Minimap, dass unsere Marines angehalten haben. Machen wir einen Doppelklick auf diese Marines, schicken sie mit A-Move zum Gegner. Hier sind neue Marines, schicken wir sie mit A-Move zum Gegner. Ihr könnt also auf die Minimap auch klicken. Das hat Honor auch erklärt. Nicht scrollen bitte, also ihr könntet auch hier versuchen, darunter zu scrollen. Das ist ganz böse. Nein, das machen wir nicht. Und wir bauen weiter SCVs. Oh, ich habe die Depots komplett vergessen. Das ist natürlich total schlecht. Also wenn ihr gut seid, baut ihr immer nur ein Depot auf Vorrat. Aber ich bin halt nicht gut als Terraner. Deswegen muss ich mehrere bauen. Hier sind die weiteren Barracks. Wir legen den Waypoint wieder hier hin. Und wir springen unsere Probe wieder an. So. Mineral Field empty. Das ignorieren wir am Anfang und wir drücken jetzt den Knopf für Marines durch. SCVs, Depot. Und jetzt halten wir die ganze Zeit schön unser Geld unten, weil wir genug Barracks gebaut haben. Das soll es gewesen sein für diese Übung. Und falls der Gegner hier oben stirbt, könnt ihr problemlos auch hier unten den Gegner angreifen. Der sollte nicht so schnell sterben. Das ist die Übung. Ganz kleinschrittig erklärt, hoffe ich, für Terraner. Als nächstes kommt Zerg, dann Protoss. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen, viel Spaß beim Üben. Und bleibt bei Bonschwa immer bitte dran. Guckt euch die Academy an. Und dann werdet ihr StarCraft lernen. Das ist ein Lernweg. Ich bin generell von Bonschwa, an einigen Stellen habe ich andere Meinungen. Die werde ich halt auch kundtun. Aber generell ist Bonschwa auf jeden Fall eine Möglichkeit, StarCraft zu erlernen. Ich bin mehr so ein Fan von The Staircase. Da so die ersten 100 bis 200 Spiele zu machen und dann zu Bonschwa zu gehen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Bonschwa Build Orders sehr stark von Timings und Benchmarks abhängen. Und eine Build Order erfordert auch immer eine gewisse Art von den Grundmechanics. Aber das soll euch nicht stören. Das hier ist der Bonschwa Weg. Ich finde die Academy total super. Ich habe da auch lange drauf gewartet. Hab halt an einigen Stellen zum Lernkonzept professionell eine andere Meinung, aber Unterschiede beleben das Geschäft und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit Bonschwa und viel Spaß mit diesen Videos. Bis dahin, ciao, ciao!